Herzlich willkommen bei der Tour de Suisse, der größten wiederkehrenden Produktion der SRG. Über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstellen das Signal für Fernsehen, Radio und Online in ihrer Landessprache. Gefilmt wird mit 10 Kameras, von denen sich 4 im Zielbereich befinden, 2 an den beiden Helikoptern und 4 auf den Motorrädern, die das Rennen aus nächster Nähe einfangen. Vom Motorrad aus gelangen die Ton- und Bildsignale über ein Flugzeug in 8000 Metern Höhe ans jeweilige Etappenziel. Hier im sogenannten TV Compound werden alle Signale verarbeitet. Wenn Sie sich umsehen, entdecken Sie hinter der Kamera einen Materialwagen, rechts davon einen Regiewagen und hinter Ihnen einen Satellitenwagen. Die Signale von Motorrad, Helikopter und Flugzeug landen in diesem umgebauten Sattelschlepper, wo sich die gesamte Bild- und Tonverarbeitung befindet. Von hier aus wird das fertige Signal via Satellitenwagen zu Ihnen nach Hause und in die ganze Welt gesendet. So entstehen die packenden Bilder und Reportagen von einem der schönsten Rennen im Radsport. Vielen Dank für Ihre Treue.